So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wir haben heute einiges vor. Wir gucken uns heute alle Neuerungen im Update 24.1 an. Ich habe alles soweit zusammengefasst, auf Deutsch übersetzt. Es gibt auch die offiziellen Patch Notes schon auf Deutsch. Grüße gehen da raus an unseren Ansprechpartner. Ich würde sagen, um die ganze Geschichte aufzulockern, fangen wir mit einem kleinen Punkt an, den ich euch direkt hier zeige aus dem Creator-Account. Das ist nicht mein richtiger Account, den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen lieben Dank auch nochmal an Rush Royale für diese Chance. Und mit dem neuen Update werden weitere Einheiten dieses neue Overlay bekommen. Hat mich tatsächlich früher nochmal der Jupp drauf aufmerksam gemacht, zum Beispiel für meine Lieblingseinheit, die Blade Dancerin. Ja, was soll man dazu sagen? Die Blade Dancerin wird hier gerade einfach zum Super Saiyajin. Absolut cool. Kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten auch noch sehr interessant hier der Inquisitor. Ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich mag die Grafiken von Rush Royale absolut. Von dem her, ja, bin ich da auf jeden Fall ein großer Fan von. Der Alchemist sieht ein bisschen interessant aus, aber auch cool. Und ja, vielleicht jetzt nicht für jeden das Interessanteste, aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den allgemeinen Text rein. Ist ein bisschen länger, deswegen nehmt euch ein Getränk. Wir gehen da durch. Die genauen Werte gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe mir auch nochmal alles gescreenshottet, alle Talente und auf Deutsch übersetzt. Wird auch später als YouTube Shorts noch rauskommen, wer da nur die Talente sehen will. Und ich würde sagen, wir starten rein in das Update 21, 24.1. Willkommen, Talente des Harlekins. Der Harlekin ist ein Meister der Nachahmung und stammt aus den dunklen Ländern der Insel. Tagsüber trifft er vor Publikum auf und bringt den Bewohnern am Stadtrand Spaß und Freude. Dann bricht die Dämmerung herein und er beherrscht neue Techniken. Ein talentierter Täuscher muss einfach ungewöhnliche Fähigkeiten besitzen. Der Harlekin wird die Welt auf den Kopf stellen. Mach dich bereit. Ja, auf Level 9. Der Harlekin stellt dich vor eine Herausforderung. Wenn du seine Aufgabe abschließt, erhältst du Boosts für alle deine Einheiten. Alternativ verwandelt er sich in ein Wechselbike, der eine andere Einheit kopieren kann. Danach nimmt er wieder seine eigene Gestalt an. Level 11. Die Manipulation des Harlekins können die Stärke deiner Einheiten erhöhen oder den Abschluss der Aufgabe vereinfachen. Level 13. Neue Tricks. Die gefährlichen Feinde bekommen einen Hammer auf den Kopf und listige Tricks können sie zum Schweigen bringen. Level 15. Nachdem er das letzte Talent erhält, erreicht der Harlekin den Höhepunkt seines Handwerks und seiner Fähigkeiten, andere Einheiten zu kopieren, werden erweitert. Achtung, es heißt, im Shop sei eine Harlekin-Truhe im Angebot. Ja, also wer ans letzte Update mit der Dryad denkt, wird wissen, welche Truhe das wahrscheinlich sein wird. Und ich sag mal so, die Truhe war echt krass. Da konnten sich einige wirklich sehr, sehr viele Dryads für, ja, ich sag mal, vergleichbar wenig Geld holen. Also die Harlekin-Truhe wird wahrscheinlich seinen Weg zurückfinden. Überarbeitung vom Tesla. Teslas wissenschaftliche Arbeit ist endlich abgeschlossen. Die neue Erfindung hat veraltete Ausrüstung ersetzt. Dadurch ist der gute Doktor deutlich stärker geworden und absolut bereit, die Ränge der Top-Decks zu stürmen. Ja, hier kommt jetzt eine Zusammenfassung von Schaden erhöht, Schaden dies, das. Das gucken wir uns gleich in-game nochmal an. Dann die Talente. Level 9 Talente können den verursachten Schaden erhöhen, indem du Tesla in einer Reihe anordnest oder Ladungen in den Professorform ansammelst. Level 11. Mit einem der Talente kannst du schneller Ladungen sammeln, während ein anderes Talent negative Effekte aufheben kann, wenn du Ladungen erhältst. Sehr, sehr interessant. Level 13. Mit einem der Talente kann der Schaden abhängig von der Anzahl der geladenen Teslas erhöht werden. Das andere Talent gewährt zusätzlichen Blitzschaden. Level 15. Mit dem letzten Talent kann es ein Tesla mit maximaler Fusionierung eine zusätzliche Ladung gewinnen, die den Schaden und die kritische Chance erhöht. Ja, das aktualisierte Aussehen hatten wir gerade eben schon gesehen. Damit ist es ja, die Einheiten gemeint mit dieser neuen, ja, Animation, sage ich mal, sehr, sehr cool. Dann gibt es noch sonstige Veränderungen, verbesserte Clansuche. Okay, das System für die Clansuche wurde verbessert. Jetzt werden Clans mit aktiven Offizieren empfohlen. Ja, da kann ich auch nur noch mal die Nachteulen empfehlen. Schaut gern vorbei. Und Rush TV, der nächste Punkt, die YouTube-Livestreams werden jetzt unterstützt und Videos können nun nach ausgewählter Sprache gefiltert werden. Das heißt, ihr kennt es schon aus dem Rush TV-Tab. Da gibt es ja die Videos hier auch meistens. Die sind
bisher immer nur in Englisch gewesen, sag ich mal, Englischsprachige wurden da gefeatured. Jetzt wird es auch die Chance geben, dass da Deutschsprachige oder Französischsprachige verfügbar sein werden. Vielen lieben Dank dafür eure Unterstützung und unterstützt gerne weiter den Kanal, wenn euch diese Videos gefallen. Und so werden sie dann auch eventuell in-game vorgeschlagen. Früher Spielverlauf. Tribunal. Die meisten Neulinge haben, wenn sie zum Beginn eines Kampfes auf diesen Boss treffen, eine fast hundertprozentige Chance, das Spiel nicht fortsetzen zu können. Deshalb erscheint Tribunal im PvP-Modi nicht mehr in der zweiten Welle. Sowohl in regulären Events als auch im Clan-Turnier. Da dieser Boss einen störenden Einfluss auf das Startfeld hat. Koop. Der Dungeon-Modus ist erst ab Arena 3 verfügbar, denn davor haben die Spieler keine Zeit, ihren Crit und ihre Einheitenlevel so zu verbessern, dass sie in diesem Modus keine Probleme bekommen. Jetzt noch eine coole Änderung, würde ich wieder sagen. Da werden vielleicht auch einige von euch ein bisschen enttäuscht sein, die sich da mehr erhofft haben. Herausforderung der 7. Jetzt ab Arena 4 verfügbar. Die Teilnahme am Event erfordert jetzt eine Bestätigung, damit der Beginn unvorbereiteter Spieler nicht mehr überrascht. Die Belohnung ist nun garantiert und hängt von der Platzierung des Spielers ab, nicht mehr von der Anzahl der Siege. Allerdings erhält nur Spieler die Belohnung, die mindestens einen Sieg errungen haben. Auch die Belohnungen wurden überarbeitet. Im Event kannst du jetzt Fraktionskerne ergattern. Ja, und man kann noch was ergattern. Ich muss mal gucken, ich glaube, das war hier mit drin. Das sehen wir hier auch schon. Challenge der 7. Hier sind wir auf der 1, weil gerade kein Gegner da ist. Und wir können hier tatsächlich die Rewards schon sehen. Fraktionskerne für den ersten Platz 50, 50 Karten, 10 epische Karten, 3000 Gold und ja, ihr seht's. Platz 1 bekommt diesen coolen Emote da oben, den wir schon gesehen haben. Ein Inquisitor, der die Zunge rausstreckt. Für mich absolut nice, den Emote möchte ich mir auf jeden Fall holen. Ansonsten, ja, ich weiß, viele sind enttäuscht von diesen Belohnungen. Seht's mal so, ihr zockt das Game wahrscheinlich sowieso, ihr zockt PvP. Und wenn es dann zusammenpasst, dann startet ihr die Herausforderung, guckt, was die nächsten Games machen. Und wenn nicht, dann habt ihr halt ein bisschen Gold und ein bisschen Kerne weniger. Da ist euch ja auch nichts durch die Lappen gegangen. Seht das als kleine zusätzliche Belohnung. Von dem her finde ich die absolut in Ordnung. Ja. Talente gewöhnlicher und seltener Einheiten. Für die Einheiten beider Seltenheitsgrade wurden die Goldkosten für das Freischalten von Talenten reduziert. Für den Aufstieg seltener Einheit benötigst du auch keine Fraktionskerne mehr. Ja, also gewöhnliche und seltene könnt ihr nur mit Gold aufleveln und das wurde leicht verändert. Und zwar gewöhnliche Einheiten Level 4 kostet 50 Gold, Level 6 500 Gold, Level 11 5000 Gold, Level 15 10.000 Gold. Seltene Einheiten, Level 6 500 Gold, Level 8 2500 Gold, Level 13 10.000 Gold und Level 15 15.000 Gold. Ja, in den offiziellen Communities des Spiels kannst du über diese Neuigkeiten diskutieren und nach dem Verbündeten oder Clan für Dungeons suchen. Ja, damit sind wir durch die trockenen Informationen durch. Naja, noch nicht ganz, ich habe jetzt auch noch ein paar trockene Daten und Fakten für euch zusammengefasst und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal in Bildform die übersetzten Talente an. Wie gesagt, da muss ich nochmal hier die Einblendung machen. Es gilt immer noch subject to change, es kann sich immer noch was ändern. Die Werte können nochmal leicht angepasst werden oder verändert werden. Deswegen nehmt das noch nicht auf die Goldwaage, subject to change, also es kann sich noch was ändern, möchte ich nochmal wirklich deutlich betonen. Wir fangen an mit den Harlekin auf der linken Seite. Mit jeder Nachahmung durch den Harlekin erhält sie eine Spielkarte. Wenn sie bis zum Ende einer Welle eine bestimmte Anzahl an Karten angesammelt wird, wird der Bonus von 10% auf den Schaden aller Einheiten aus dem Spielfeld und die erhaltene Mana-Menge für die nächste Welle aktiviert. Da gab es eine kleine Änderung zu dem letzten Bild. Das waren da, glaube ich, 5%. Da gab es eine kleine Anpassung. Wie gesagt, kann sich aber bis zum finalen Update immer noch ändern. Dann das Talent rechts. Mit jeder Nachahmung durch den Harlekin erhalten sie eine Spielkarte. Vom Harlekin erstellte Kopien kehren nach 30 Sekunden in die Harlekin-Form zurück. Nachdem er 5 Karten erhalten hat, tauscht der Harlekin sie gegen 50 Mana ein. Elfer-Talent links. Wenn es keine Einheiten mit der Schwächung des Harlekins gibt oder sich mehr als 4 davon auf dem Spielfeld befinden, erhalten alle Einheiten einen Bonus von 10% auf den kritischen Schaden. Ja, das zusammen mit dem anderen ist schon mal ein ordentlicher Boost. Oder ihr spielt die meisterhafte Leistung mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Wenn der Harlekin eine Karte erhält, gibt er noch eine weitere. So, das 13er Talent links. Beim Kopieren schlägt der Harlekin mit einer
einen Hammer auf ein zufälliges Monster und fügt allen Einheiten in der Nähe des Ziels Schadens in Höhe von 5% der Gesundheit des Ziels zu. Oder das rechte Talent Springteufel. Wenn eine Einheit zusammengeführt wird, während sie vom Harlekin geschwächt wird, erscheint eine Falle auf dem Weg. Wenn ein Monster mit der Falle in Kontakt kommt, springt ein Bube heraus, der die Rüstung des Monsters um 5% verringert und es 1,5 Sekunden lang daran hindert, Fähigkeiten zu nutzen. Jacks Effekt wirkt nicht zweimal auf dasselbe Monster. Die Falle besteht 15 Sekunden lang und verschwindet, wenn sie aktiviert wird. Und das letzte Talent, Kopieren und Einfügen. Der Harlekin kann nun Einheiten seines eigenen Ranges oder niedriger kopieren. Beim Kopieren wird sein Rang auf den der kopierten Einheit herabgesetzt. Was auch sehr, sehr stark ist, muss man schon ja, deutlich so sagen. Ja, machen wir direkt weiter mit dem Tesla. Da habe ich auch eine Übersetzung vorbereitet für euch. Tesla, 9er Talent, links Elektrokette. Der Schaden von Tesla in der Kette wird pro Fusionsrang um 0,8% erhöht, proportional zur Anzahl des Teslas in der Kette. Der maximale Bonus wird mit 8 Teslan in der Kette erreicht. Da gab es auch eine kleine Anpassung. Der Professor, wenn kein Professor auf dem Feld ist, erscheint er, wenn der Tesla fusioniert. Greift nicht an, erhöht aber den Schaden aller Tesla auf dem Spielfeld um 0,15% pro Ladung, in Klammern 0,025 nach 50 Ladungen im Verhältnis zu seinem Fusionsrang. Er hat keine Gebührenlimit, erhält eine Gebühr, wenn ein Tesla vollständig aufgeladen ist. Bei der Zerstörung werden die Schützlinge des Professors gespeichert und ihm gegeben, wenn er wieder auftaucht. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Professor mit 50 Stacks habt, der ist aber auf T1 und wird vom Tribunal weggehittet, die gehen nicht verloren, die 50 Stacks. Sobald ihr den nächsten Professor bekommt, hat er wieder die Stacks, die ihr vorher schon angesammelt habt. Elver Talent links. Sobald der Tesla eine Ladung erhält, besteht eine Chance von 30% eine weitere Ladung zu erhalten und einen zufälligen Tesla auf dem Feld von negativen Effekten zu befreien. Oder das Elver Talent rechts aufladen. Bei Ladungen, die das Limit überschreiten, besteht eine Chance von 20%, dass sie an einen zufällig ungeladenen Tesla gesendet werden. 13er Talent links, kann ich gar nicht erkennen, was das heißt. Hochspannung, doch. Jeder aufgeladene Tesla erhöht den Schaden aller Tesla um 2,5%. Okay. Und der Blitzschlag, wenn ihr euch für das 13er rechte Talent entscheidet. Mit einer Chance von 2,3% pro Rang können Teslas Angriffe einen Blitzeinschlag verursachen, der zusätzlichen Schaden in Höhe von 100% von Teslas Schaden verursacht. Und das 15er Talent Megawatt. Das macht folgenden Boost. Ein aufgeladener Tesla mit Fusionsrang 7 kann eine zusätzliche Ladung erhalten. Der Schaden von Tesla mit 8 Laden wirkt um 13% und die Chance seines kritischen Schadens um 2% erhöht. Ja, also eine deutliche Steigerung nochmal mit dem letzten Talent für den Schaden. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen Talenten in die Kommentare, findet ihr es gut. Außerdem können wir uns auch noch mal kurz angucken. Hier wurde noch was am Base Damage geändert vom Tesla im Vergleich zu den Bildern, die ihr wahrscheinlich vom letzten Mal kennt. Da wurde der Base Damage noch mal sehr, sehr verringert. Da war nämlich die Sorge, dass da deutlich zu stark zugehen wird für den Tesla. Ich glaube, der war ja beim Base Damage über 2000. Ist jetzt hier bei, was haben wir hier? 684, also 1684, und hier der Damage per Charge ist auch, glaube ich, leicht verringert worden, also hier zweimal nach unten, und ich glaube, bei diesem Talent ist auch nochmal was passiert. Ja, da wurde nochmal ein bisschen was geschraubt, und ja, ich bin trotzdem sehr gespannt. Vor allem ist der Tesla halt auch eine Einheit, die man schon auf Max hat, den müssen wir dann nicht erst auf Max leveln, also ich zumindest, sorry, natürlich nicht jeder. Das war sogar die erste Einheit, die ich damals aufs maximale Level gemacht habe. Deswegen freue ich mich da, ja, umso mehr würde ich mal sagen, dass die Einheit jetzt nochmal veränderte Talente bekommt. Die war früher schon echt cool, die Einheit, und deswegen freue ich mich und hoffe, dass wir sie bald wieder, ja, öfter sehen können. Ansonsten habe ich jetzt hier noch von Rush Royale zur Verfügung gestellt bekommen, vier kleine Snippet-Videos von den Harlekin-Talenten. Einmal wird die linke Seite gespielt, einmal die rechte, genauso wie beim Tesla. Linke Seite, rechte Seite, das spiele ich euch jetzt hier noch mit ein. Könnt dann noch euer Getränk austrinken
eure Mahlzeit aufessen, euch das kurz angucken, wie das so in-game aussehen kann. Denn dann diesmal hatte ich leider nicht so viel Zeit oder beziehungsweise gab es auch ein bisschen Probleme, dass ich da selbst Original-Gameplay aufnehmen konnte hier im Deathbuild. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal wieder anders. Folgt mir gern für mehr solchen Content. Ich versuche jeden Tag 18 Uhr ein YouTube-Video rauszuhauen und sowieso bei Update-News versuche ich immer zeitnah euch alle Details zu nennen, die ich da rauskriegen kann, euch die Bilder zu übersetzen. Also wer da interessiert auch in Zukunft dran ist, gerne ein Abo für den Kanal da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten denke ich, sind wir alle bereit für Update 24.1. Wir hoffen, dass es nicht mehr ganz so lange dauert. Und ja, wir schauen mal mit der Harlequin-Kiste. Ich glaube, beim letzten Mal, ich weiß nicht, die konnte man 8-mal kaufen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich muss mir gleich selber nochmal das Video angucken. Und da hat einer von uns im Clan auch ganz, ganz gut reingelackt und sehr, sehr viele Dryads rausgezogen. Da bin ich schon ein bisschen gehypt drauf, denn mein Account, mein Standard-Account hat noch nicht so einen hohen Harlequin. So, wenn man den auf 12, 13 so leveln könnte, zeitnah, das wäre schon cool. Ansonsten schreibt mir eure Meinung zu allen den Sachen in die Kommentare. Glaubt nicht, dass es nicht gehört wird. Schreibt uns Content Creator an. Wir schreiben dann wieder unseren Ansprechpartner an. Und wenn wir dann genug übereinstimmende Meinungen oder in die gleiche Richtung abziehende Meinung abgegeben haben, dann kann das auch durchaus was bewirken. Da haben wir guten Partner hier an unserer Hand. Das kenne ich auch anders aus anderen Spielen, von dem her. Keine Geschleime oder so, es ist wirklich so. Kuss geht raus, vielen lieben Dank für den Vorabzugriff. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder auf YouTube. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade.